Es war einmal ein Sultan, der hatte drei Söhne. Eines Tages rief er sie zu sich. Meine Söhne, heute habe ich euch zu mir rufen lassen, um mit euch zu reden. Ihr habt jetzt genug gelernt. Die besten Lehrer habt ihr gehabt und ihr müsstet jetzt genauso viel wissen wie sie. Nun möchte ich aber von euch einen Beweis, wie ihr zu handeln versteht. Schlagt mir vor, was ihr tun wollt. Vater, ich bin dein ältester Sohn. Ich möchte dir zuerst beweisen, wie tüchtig ich bin. Gib mir 50 Goldstücke. Du wirst staunen, was ich alles damit anfangen kann. Gut, hier hast du das Geld. Mach dich gleich auf den Weg. Der älteste Sohn bestieg ein Pferd und konnte nicht schnell genug zum Markt kommen. Hey, Händler, was habt ihr da für einen schönen Widder? Ja, nicht wahr? Es ist ein schönes Tier. Willst du ihn kaufen? Ich bin der Sohn des Sultans. 50 Goldstücke würde ich für den Widder geben. Ja, es ist mir recht. Her mit den Goldstücken und er gehört euch. Der älteste Sohn dachte, da wird der Vater aber Augen machen, wenn ich mit diesem wieder nach Hause komme. Loben wird er mich, dass ich so klug bin. Während er schon in Gedanken die Lobrede hörte, band er eine Schnur um den Kopf des Widders, schwang sich auf sein Pferd und ritt in schnellstem Galopp davon. Nicht einmal sah er sich nach dem Widder um. Der konnte natürlich nicht so schnell galoppieren wie das Pferd, und so wurde er den ganzen Weg über die staubige Landstraße mitgeschleift. Der Sultan stand vor dem Tor und schaute schon seinem Sohn entgegen. Er traute seinen Augen nicht. Was Besseres ist dir wohl nicht eingefallen, mein Sohn, als diesen armen Widder vom Markt nach hier zu schleifen. Und dafür 50 Goldstücke? Ich muss schon sagen, das ist der Gipfel an Unverstand. Und du willst mein Nachfolger werden? Nein, so einfach ist das nicht. Du gehst morgen zu den Arbeitern in den Wald. Da kannst du beim Holzhacken helfen. Dazu brauchst du nicht sehr viel Verstand. Vater, darf ich dir nun beweisen, dass ich mehr gelernt habe als mein großer Bruder? Gib mir auch 50 Goldstücke, ich werde damit gleich auf den Markt gehen. Hier hast du das Geld und hoffentlich bist du gescheiter. Der zweite Sohn nahm das Geld, schwang sich auf sein Pferd und ritt zum Markt. Nein, so dumm bin ich nicht wie mein großer Bruder. Ein lebendes Stück Vieh werde ich nicht kaufen. Aber was kaufe ich nur? Was kaufe ich nur? Da sehe ich große Töpfe aus Ton. Das wäre vielleicht was. Hey, Händler, ist dies hier der schönste Topf, der auf dem Markt ist? Ja, Herr, dieses ist der größte und schönste Topf, der auf dem Markt ist. Ich bin der Sohn des Sultans. 50 Goldstücke würde ich dir für den Topf geben. Soll mir recht sein, ihr könnt ihn dafür haben. Gut, dann nehme ich ihn. Aber wie bringe ich ihn nach Hause? Umfassen kann ich ihn nicht, der ist zu groß. Und hinter dem Pferd herschleifen, das geht auch nicht. Ich wüsste einen Rat. Wir schlagen dem Topf den Boden aus und dann könnt ihr ihn über den Kopf stülpen. Das ist bequemer für euch. Du bist ein kluger Mann, mach es so. Schlag dem Topf den Boden aus und reich ihn dann zu mir herauf. Als es dem zweiten Sohn des Sultans mit Hilfe des Händlers endlich gelungen war, den großen Tontopf über den Kopf zu stülpen, blieben die Leute auf dem Markt stehen und lachten aus vollem Hals. Ein großer Tontopf mit Kopf und Beinen auf einem Pferd, das gab es nicht alle Tage zu sehen. Aber stolz über den vermeintlich guten Kauf ritt der Sohn des Sultans nach Hause. Was bringst du da an? Soll das ein Scherz sein? Nein, Vater, das ist der schönste und größte Tontopf auf dem ganzen Markt gewesen. Und mir scheint, du bist der schönste und der größte Dummkopf in der Stadt. Komm herunter von deinem Pferd. Es müsste mir jemand helfen. Allein kann ich nicht vom Pferd herunter. So helft ihm doch schon! Aber so einfach war das gar nicht. So sehr sich die Diener auch bemühten, es gelang nicht. Ich kann es nicht mehr länger mit ansehen. Jetzt habe ich genug. Holt einen Stein, zerschlagt den Topf und befreit meinen Sohn aus seinem tönernen Gefängnis. Du Unglücksvogel! Du Dummkopf! Du bist auch nicht besser als dein Bruder. Mach, dass du zu den Arbeitern in den Wald kommst. Da kannst du Holzkohlen brennen. Dazu brauchst du nicht viel Verstand. Der Sultan war zornig, aber auch traurig über die Dummheit seiner beiden Söhne. Nun kam sein dritter Sohn zu ihm. Vater, ich weiß, dass du auch von mir den Beweis haben willst, ob ich klug und geschickt bin, aber ich wage gar nicht, dir diesen Beweis zu bringen. Meine beiden Brüder hast du immer für klüger gehalten als mich,
und die hast du schon so hart bestraft. Welche Strafe werde ich dann erst bekommen? Ich bin sehr betrübt, dass du nicht den Wunsch hast, mir zu zeigen, was du kannst und wie du handelst. Aber ich muss es von dir fordern, mir auch einen Beweis zu bringen. Nimm also die 50 Goldstücke und reite morgen in der Frühe auf den Markt und kaufe so ein, dass ich deine Art daran erkennen kann. Der jüngste Sohn nahm also die 50 Goldstücke und ritt am anderen Morgen zum Markt. Er suchte und suchte und schaute sich um und konnte nichts finden, was ihm gefiel und was er kaufen wollte. Schon wollte er nach Hause reiten, da hörte er ein Gespräch. Dieser Mohammed kann mir leid tun. Mir auch. Er kann die 50 Goldstücke nicht bezahlen. Du wirst sehen, sie werden ihn als Sklaven verkaufen. Wo ist dieser Mohammed? Dort im Gerichtsgebäude. Es ist gerade Verhandlung. Haltet für eine Weile mein Pferd. Hier. Der jüngste Sohn ging zum Gerichtsgebäude und trat vor den Richter. Ich habe gehört, dieser Mohammed kann die 50 Goldstücke nicht zahlen. Nein, er kann nicht zahlen. So muss er als Sklave verkauft werden. Ich zahle die 50 Goldstücke für Mohammed. Dann ist er frei. Mohammed, du bist frei? Herr, ich kenne euch nicht. Warum tut ihr das für mich? Aber von Herzen bin ich euch dankbar, dass ihr meine Schuld bezahlt habt. Braucht ihr einen Diener? Lasst mich mit euch kommen. Für eure gute Tat will ich euch bis zum Tode dienen. Bitte nehmt mich mit. Einen Diener brauche ich nicht. Aber wenn du mein Freund sein willst, so komm mit mir. Und der Prinz, der dritte Sohn des Sultans, nahm Mohammed mit auf sein Pferd und ritt mit ihm nach Hause. Der Sultan war erstaunt und erfreut, als er hörte, was sich zugetragen hatte. Er befahl seinen Dienern, seinem Sohn und dessen Freund ein Mahl zu bereiten, aber der jüngste Sohn rührte keine Speisen an. Vater, darf ich dir etwas sagen? Ja, sprich, mein Sohn. Du bist gut zu mir, Vater. Bevor ich aber esse, bitte ich dich, hole meine beiden Brüder aus dem Wald. Ich kann mit meinem Freund nicht an einem reich gedeckten Tisch sitzen und meine Brüder im Wald sind hungrig. Es soll so sein, wie du es willst. Deine beiden Brüder sollen wieder nach Hause kommen. Wie glücklich waren die beiden, dass sie nicht mehr im Wald zu arbeiten brauchten. Und weil sie dieses dem jüngsten Bruder zu verdanken hatten, sagten sie: Er ist doch der Klügere von uns dreien. So soll er auch der Nachfolger des Vaters werden. Der Vater, der Sultan, dachte genauso. Er rief seinen jüngsten Sohn zu sich. Mein Sohn, es ist an der Zeit, dass ich mein Amt in jüngere Hände lege. Ich möchte nicht mehr Sultan sein. Werde du es. Vater, so alt bist du doch noch nicht. Bitte bleibe noch so lange Sultan, bis ich eine Frau gefunden habe. Lass mich für eine Weile mit Mohammed in die Welt ziehen, damit ich mir eine Frau suchen kann. Es soll mir recht sein. Und ich wünsche dir, dass du eine schöne und liebe Frau finden mögest. So nahm der jüngste Sohn Abschied von seinem Vater und von seinen Brüdern und ritt mit Mohammed davon. Nach einer langen, langen Reise kamen sie in eine Stadt, in der ein Sultan lebte, der wegen seiner Grausamkeit bekannt war. Als sie eines Tages an dem schönen Palast vorbeiritten, sahen sie am Fenster die Tochter des Sultans. Mohammed, sieh nur, wie schön sie ist. Ja, sie ist schöner als die Sonne. Sie würde mir gefallen. Ich würde sie gern zur Frau haben. Das wird nicht so einfach sein, um sie zu werben. Der Sultan, ihr Vater, will sie für sich behalten und lässt sie streng bewachen. Weißt du, wie sie heißt? Ja, sie heißt Chalet Shimes. Das bedeutet Licht der Sonne. Willst du dich für mich einmal erkundigen, wie ich in das Haus des Sultans komme, um Chalet Shimes zu sehen? Das will ich gerne für dich tun. Und Mohammed brachte in Erfahrung, dass die schöne Tochter von einem grimmigen Neger bewacht wurde, von einem Neger, der so schwarz war wie die Nacht, und dass nur der Freier die schöne Chalet Shimes zur Frau bekommen sollte, der ihr einen Ring vom Finger nahm und diesen dem Sultan brachte. Aber wie sollte das jemand je können, wenn doch schon der Anblick des Negers Furcht und Gänsehaut hervorriefen? Da hilft nur eine List. Und ich weiß auch schon, wie ich es machen werde. Ich werde mich ganz dunkel anmalen, dass ich aussehe wie ein Neger aus dem Sudan. Dann gehe ich zu dem Wächter und er wird denken, ich komme aus dem Sudan. Er wird sich freuen, dass er einen Mann aus seinem Lande sieht und sicher wird er sagen, komm zu mir in mein Wachzimmer und sicher wird er mich dann zum Essen einladen und dabei werden wir etwas trinken
und dann tue ich ihm Schlafpulver in den Wein, nicht viel, nur so viel, dass ich Zeit habe, den Schlüssel von seinem Gürtel zu nehmen, in das Zimmer der schönen Sultanstochter zu gehen, ihr den Ring vom Finger zu nehmen und mich wieder aus dem Hause zu schleichen. Und haargenau wie Mohammed es sich ausgedacht hatte, so ist es auch zugegangen. Er hatte den Ring und brachte ihm den Prinzen. Hier, mein Prinz, bringe ich dir den Ring. Geh zum Sultan. Er muss nun sein Wort halten und dir seine Tochter zur Frau geben. Wie hast du das so schnell fertiggebracht, den Ring zu beschaffen? Erzähle! Das ist eine zu lange Geschichte. Die erzähle ich dir ein andern Mal. Geh jetzt zum Sultan. So machte sich der Prinz auf den Weg. Er war fröhlich und guter Dinge und dachte schon an seine Hochzeit mit Charlotte Chimes. Er kam zum Sultan. Sultan, hoher Herr, ich bitte dich, gib mir deine Tochter zur Frau. Ja, so einfach ist das nicht. Ich mache zur Bedingung, dass du mir den Ring bringst, den meine Tochter an ihrer Hand trägt. Aber ich sage dir jetzt schon, es ist nicht einfach, durch die Wache zu kommen. Hier ist der Ring. Hier ist das, was du haben willst. Wie hast du das fertiggebracht? Es passt mir nicht, dass er dich zur Mahne bekommt. Was bist du denn schon? Siehst nicht besser aus als ein Bettler. Meine Tochter könnte die reichsten Söhne von Fürsten und Kaufleuten heiraten. Und nun soll sie ausgerechnet an dich geraten? Vielleicht bin ich etwas anderes, als ich scheine. Das wäre möglich. Nun gut, beweise mir, dass du reich bist. Wenn du mir morgen so viel Gold bringst, wie das Gewicht meiner Tochter ausmacht, so sollst du sie zur Frau bekommen. Der Prinz ging zurück zu Mohammed. Er war sehr traurig. Was ist mit dir? Du siehst nicht aus wie der glückliche Bräutigam von Charlotte Chimes. Das bin und werde ich auch nicht. Warum nicht? Du hattest doch den Ring. Erzähle. Dann erzählte der Prinz, was der Sultan nun noch von ihm verlangte. Lass mich nachdenken. Vielleicht kann ich dir helfen. Du mir helfen? Ach, Mohammed, es ist doch unmöglich, von einem Tag auf den anderen so viel Gold zu beschaffen. Wie sollte dir das gelingen? Es wird nicht so einfach sein. Ich will es aber versuchen. So ging Mohammed in der Stadt umher und überlegte, wie er dem Prinzen helfen könnte. Da sah er einen Sklavenhändler, zu dem ging er hin. Hey Händler, was zahlst du für einen Mann? Das kommt ganz darauf an, wie klug und wie stark er ist. Er ist so klug und so stark wie ich. Nun, wenn ich dich so betrachte, ja, so einen Mann wie dich, den würde ich in Gold aufwiegen. Aber wo soll denn der Mann sein? Schwöre erst, dass du den Mann in Gold aufwiegen wirst, wenn er so ist wie ich. Ja, das schwöre ich. Aber nur, wenn er so ist wie du. Ich bin es selbst, der verkauft werden soll. Komm und wiege mich nun in Gold auf. Der Händler musste wohl oder übel seinen Schwur halten. Und als Mohammed das Gold in einen Sack getan hatte, sagte er zu dem Händler: Komm, wir wollen uns auf den Weg machen. Das Gold bekommt mein Herr. Ich werde es ihm selber bringen. Der Händler ging mit Mohammed. Mohammed setzte den Sack mit dem Gold vor den Prinzen. Mein Prinz, ich bin glücklich, dass ich dir helfen kann. Hier, nimm das Gold. Nun muss dir der Sultan Charlotte Chimes zur Frau geben. Heirate und werde glücklich. Ich gehe für längere Zeit mit dem Händler, der da unten auf mich wartet, auf Reisen. Also leb wohl. Wie? Mohammed, mein treuer Freund, du willst mich verlassen? Jetzt, wo meine Hochzeit sein soll? Was soll ich ohne dich machen? Wie ist es dir überhaupt gelungen, das Gold so schnell zu beschaffen? Es war nicht ganz einfach. Nun muss ich aber gehen. Leb wohl. Mit dem Händler? Mohammed, du hast dich doch nicht als Sklave verkauft. Mohammed! Mohammed! Aber Mohammed lief so schnell er konnte. Der Prinz war allein. Die Tränen rannen über seine Wangen, als er darüber nachdachte, was sein Freund für ihn getan hatte. Nun bin ich ganz allein. Wenn ich doch jetzt eine liebe Frau an meiner Seite hätte, dann wäre mir wohler. Ich will zum Sultan gehen und diesem geldgierigen Mann den Sack mit dem Gold bringen. Dann wird er mir seine Tochter geben. Der Prinz brachte das Gold zum Sultan. Der staunte nicht schlecht über den Reichtum. Er ließ seine Tochter rufen. Meine Tochter, hier ist der Mann, der dich zur Frau haben möchte. Er hat mir den Ring von deinem Finger gebracht und außerdem noch einen Sack voll Gold. So muss ich wohl mein Wort halten. Sultan, hoher Herr, ich möchte erst mit eurer Tochter sprechen. Charlotte Chimes, willst du mit mir gehen und mich heiraten? Ja, sehr gern gehe ich mit dir.
Seit dem Tag, als ich dich von meinem Fenster aus sah, habe ich nur noch an dich gedacht. Ich muss dir aber sagen, dass ich dir ein Leben, wie es einer Sultanstochter zukommt, noch nicht bieten kann. Wir werden auch nur in einem kleinen Haus wohnen. Aber das verspreche ich dir. Sobald mein Freund Mohammed von seiner Reise zurückkommt, gehen wir zu meinem Vater und zu meinen Brüdern. Solange müssen wir uns behelfen. Aber ich werde gut für dich sorgen. Ich werde für dich arbeiten. Wenn dir das alles recht ist, so komm mit mir. Warum sollte es mir nicht recht sein? Du gefällst mir so gut, dass ich keine Stunde mehr ohne dich sein möchte. Müssen wir uns behelfen? Werde ich für dich arbeiten? Soll es mir recht sein? Himmel, Donner, Wetter! Ich hätte mir einen besseren Schwiegersohn gewünscht. Von mir gibt es nichts. Von mir gibt es gar nichts. Seht zu, wie ihr allein fertig werdet. So erging es dem Prinzen und Charlotte Schiemes. Es kamen schlimme Zeiten für sie, denn der Prinz fand nur Arbeit als Lastträger. Aber die beiden liebten sich und waren trotz aller Armut glücklich miteinander. Der Sklavenhändler brachte inzwischen Mohammed zum Schiff, um ihn über das Meer zu bringen und ihn dort als Sklaven zu verkaufen. Nachdem sie 3 Monate unterwegs waren, lenkte der Händler das Schiff auf eine Küste zu, wo er eine Stadt liegen sah. Sie lag still und schweigend da und nirgendwo war ein Mensch zu sehen. Seltsam, die ganze Stadt ist leer. Die Türen der Häuser stehen offen. Es sieht aus, als ob die Menschen geflüchtet sind. Aber vor wem? Vielleicht vor der Schlange. Vor welcher Schlange? Habt ihr nicht von der großen, menschenfressenden Schlange gehört? Ja, ja, die könnte es gewesen sein, die die Menschen von hier vertrieben hat. Lasst uns auch von hier fortgehen. Es ist so unheimlich hier. Wir könnten vorher in den Häusern einmal nachsehen, was noch zu gebrauchen und später zu verkaufen ist. Komm, fangen wir gleich damit an und tragen alles auf das Schiff. Der Händler ging von Haus zu Haus und suchte nach Gold und Silber und Kostbarkeiten. Er fand so viel davon, dass das Schiff bald von oben bis unten damit gefüllt war. Mohammed mahnte: Lass es jetzt genug sein. Wir kommen sonst nicht vom Ufer weg. Ach, es passt schon noch eine ganze Menge auf das Schiff. So eine reiche Beute habe ich nicht alle Tage. Ich rechne mir in Gedanken schon den Erlös aus. Aber der Händler hatte sich doch verrechnet. Als er nämlich schwer beladen mit einem silbernen Leuchter und einem goldenen Bilderrahmen aus einer Tür trat, stolperte er so unglücklich über die Schwelle, dass er hinschlug und starb. Nun stand Mohammed allein auf dem Schiff. Es tat ihm leid, dass der Händler tot war, denn er war immer gut zu ihm gewesen. Aber dann dachte Mohammed daran, dass jetzt ja kein Mensch mehr wusste, dass er als Sklave verkauft werden sollte. Und so lenkte er das Schiff in die gleiche Richtung, wo es hergekommen war. Nach 3 Monaten kam er wieder in die Stadt zurück. Nun kam er als Freier und auch als reicher Mann und freute sich schon auf das Wiedersehen mit seinem Freund, dem Prinzen. In der Stadt sprach es sich bald herum, dass ein reicher Mann mit einem Schiff angekommen sei, der alle Einwohner einlud, bei ihm zu Gast zu sein. Ein großes Zelt wurde errichtet, köstliche Speisen wurden gereicht und die Musikanten spielten. Mohammed ließ seine Augen unentwegt von einem zum anderen gehen, aber den er suchte, fand er nicht. Da, als letzter kam ein armer Mann ins Zelt, ein Lastträger. Mohammed erkannte in ihm den Prinzen. Er lief ihm entgegen, warf sich auf die Knie und führte ihn dann zu dem Platz, wo die seidenen Kissen lagen. Die Leute steckten die Köpfe zusammen und tuschelten, warum der reiche Mann den armen Mann so bevorzuge, wo doch manch reicher Kaufmann aus der Stadt diese bevorzugte Behandlung eher verdient hätte. Aber wie die Leute so redeten, stand Mohammed auf und sprach: Liebe Leute, ich sehe, ihr wundert euch, dass ich diesem armen Mann so viel Ehre erweise. Ihr glaubt, dass dieser Lastträger ein armer Mann ist und sonst nichts. Aber da irrt ihr euch. Dieser Lastträger ist der Sohn eines großen Sultans und ich bin nicht der reiche Mann, für den ihr mich haltet. Ich bin nur der Diener dieses Prinzen. Mohammed, jetzt erkenne ich dich wieder. Sei mir gegrüßt, du treuer Freund. Es war ein herzliches Wiedersehen und auch Charlotte Schiemes war glücklich über die Rückkehr Mohammeds. Mohammed gab von seinem Reichtum so viel ab, dass der Prinz und Charlotte Schiemes in Wohlbehagen leben konnten. Nun hatte der Prinz nur noch einen Wunsch. Er wollte seinen Vater und seine Brüder wiedersehen und so wurde für die Heimkehr gerüstet. Als sie in die Nähe der Heimatstadt kamen, sandte Mohammed einen Boten voraus, der sollte sagen: Sultan,
Dein jüngster Sohn kommt mit seiner Gemahlin heim. Sende Musikanten entgegen. Da sandte der Sultan Musikanten, und er selbst ritt seinem jüngsten Sohn entgegen, um ihn zu begrüßen. Dann wurde ein Fest gefeiert. Das dauerte 7 Tage. Die Freundschaft des Prinzen mit Mohammed währte aber bis an ihr Lebensende.